Meine Leute, Zeppelin hier. Heute geht's mal was mich einfach nur noch traurig stimmt. Und zwar für diejenigen, die noch kennen, Lagerkiste. Und zwar einer der Storytelling-YouTuber wie Johnny420, Blacksheep Loki und einige andere, welcher irgendwann einfach angefangen hat, Musik zu machen. Was an sich ja nicht schlimm ist. Nur hat er halt am Ende fast seine komplette Fanbase damit vergrault. Dass er einfach all seine alten Stories und Co. einfach runtergenommen hat, gelöscht hat. Und was macht man, wenn man nur noch so eine halbe Fanbase bei sich hat? Genau, man startet einfach einen neuen Kanal, auf dem irgendwie kaum einer kommt, weil darum, und versucht irgendwie einen Neustart zu machen, anstatt man einfach den Kanal nimmt, der 50.000 Abonnenten erst vor ein paar Monaten geknackt hat. So, das ist halt so die Dummheit in Person. Der hat mit dem Kanal, wo ich das Video aufnehme, noch nicht mal 1000 Abonnenten geknackt. Wenn das Video rauskommt, hat er wahrscheinlich schon 1000 Abonnenten, aber ne? So, er schmeißt einfach seine 50.000 Follower Fanbase auf YouTube weg, um jetzt einfach Musik zu machen. So, er nimmt nicht mal irgendwie das mit, was er noch hat. Nee. Er schmeißt einfach alles einmal weg und, ja, ignoriert einfach so, dass da noch 50.000 Leute fast auf ihn warten, so. Das ist krank krass eigentlich. So, vor allem, das sind super viele Leute auch, wenn du jetzt mal unter sein letztes Musikvideo schaust, die super traurig sind darüber, dass der Typ quasi nicht mehr existiert, dass seine Videos quasi nicht mehr verfügbar sind, seine alten Stories. So, super viele Leute haben den Typen zum Einschlafen benutzt, einfach alles weg. So, ist halt weird. Aber naja, ich kann eh nichts machen. Wenn er das euch bis jetzt hierhin gegeben hat, ne, erstmal danke. Und jetzt, der abonniert mich, disliked mich, entbimmelt die Glocke und jetzt, ja.